Da bin ich wieder. Update zu meiner Mega-Quadratstadt. Die ersten zwei Viertel sind fertig. Mehr schlecht als recht. Ich schwitze ganz schön, weil die größten Probleme ab 50.000 Bewohner ist so eigentlich nicht das Geld, finde ich. Ich bin jetzt zwar Minus, aber irgendwie läuft es immer und ich komme ja auch voran. Großstadtstatus, Stufe 13. Schwierigkeit ist, dass meine Läden hier einfach nicht genügend Kunden haben. Und ich trotzdem aber jedes Mal angezeigt kriege, ich soll hier Gewerbegebiet bauen. Also tut mir leid. Also ja, ich habe das hier alles sehr schön eingeteilt. Ja, habe das versucht, alles sehr gleichmäßig zu strukturieren. Übrigens, das sind hier die Gewerbeabteilungen, wenn man das erkennen kann. Die sind so ein bisschen blasser unterlegt, was ich nicht mag, aber okay. Außen ganz viele Häuser. Und ein Problem ist, ich kann nicht zu viele Parks bauen. Ja, also wenn ich den Grundwert hier des Grundstücks einfach zu überpäse, also hier jetzt noch voll sage, hier noch Freizeit, da noch Freizeit, dann kommen die hier ständig an und sagen, ist mir alles viel zu teuer, da kann ich nicht wohnen. Ja, ich muss ja also ein gesundes Gleichgewicht halten. Ja, da ist natürlich meine Bauweise immer im Vorteil, weil ich alles symmetrisch schön an jeder Stelle hier so ein. Sieht man die Parks? Wo sind denn die Parks? Hier sind die Parks. Ja, dass sie schön an strategisch wichtigen Stellen stehen. Die kleinen sind hier Bonus. Das liegt daran, ich habe schon eine U-Bahn laufen. Da muss ich noch ein gutes Balancing finden. Ja, seitdem ich jetzt weiß, wie das Ganze hier funktioniert mit den Strecken, ja, ist alles tutti frutti, aber ihr seht schon, ist eigentlich nicht notwendig. Too much. Eigentlich. Ja, ich habe hier eine quasi Straßenbahn, die hier mal im Kreis fährt. Und eine Außenlinie, die quasi beide miteinander verbindet. Jo. Eine Buslinie, die fährt hier immer noch lustig hin und her. Da ist auch nicht viel los. Ich habe hier ein neues Industriegebiet. Dazu kommt jetzt der Güterbahnhof, den ich persönlich nicht so mag, weil das funktioniert hier nicht so gut, wie ich mir das gedacht habe. Und ich mag es auch nicht, dass man hier so quasi nur Eingang hat. Funktioniert, aber gefällt mir nicht so toll. Ja, die Depots sind eigentlich recht schön. Die braucht man aber auch eigentlich nur zum Dasein. Da muss ich gucken, wo ich die dann unterbringe. Ja, mein Autobahnkreuz kennt ihr schon. Die Auffahrten sind noch in der Testversion, laufen aber momentan sehr vielversprechend. Das ist sozusagen das momentane fertige Produkt. Fünfer Autobahnspur, dann eine Dreier ab und hier in der Mitte eine große Sechserpartie. Schön im Kreis fahren und dann geht das eigentlich recht gut. Mein provisorisches, ja, einwandfrei, keine Staus. Das ist ja auch immer so ein Problem, wo viele dann aufgeben und sagen, oh, und dann bauen dann noch eine Straße und dann kommt man nicht klar. Ist auch nicht einfach. Muss ich ehrlich zugeben, dass ich hier ganz schön lange an jedem Teil überlege, wo stelle ich das jetzt hin, wo ist es am besten. Ja, hier habe ich jetzt auch mal einen Park dazwischen gepflanzt, damit die Industrie ein bisschen hübscher wird. Naja. Ach ja, dann habe ich natürlich mein Lieblingsprojekt ausprobiert. Und es ist grandios gescheitert. Ich habe es nur für euch stehen lassen. Ja. Er quatscht mir jetzt dazwischen und gibt mir übelst auf den Keks. Ich habe hier diesen Abwasserstaudamm wieder probiert. Und das größte Problem ist, ja, dass der das zwar anerkennt, aber nicht so richtig funktioniert, weil er das Wasser auch nicht staut. Das haben sie wahrscheinlich so gemacht, dass man das nicht mehr machen kann. Aber das Wasser an sich läuft auch nicht, läuft nicht flüssig. Hört sich dumm an, ist aber so. Ja, hier drüben habe ich einen Staudamm, der funktioniert auch. Das ist mehr schlecht als recht. Manchmal hat er hier 15, je nach Wetterlage so ein bisschen. Mal mehr, mal weniger. Ist auch schön, dass man da mal was hat. Aber hier auf der Map ist er quasi useless. Ja, der kostet viel mehr, als er letztendlich einbringt. Ja. Ich hoffe, dass sie den Bug noch mit dem Wasser. Also, das Wasser von City Skylines 1 war deutlich besser als im City Skylines 2. Das können wir schon mal festhalten. Ja, das war irgendwie fluffiger. Das hat schön gewubbelt, das hat funktioniert. Und hier ist es scheiße. Muss ich echt mal so sagen. Ja.
Das, was ich momentan wirklich geil finde, ist die Industrie. Da gucke ich gerne rein. Was kann ich, wo muss ich was produzieren? Ja, wo fehlt uns was? Getreide müssen wir echt nochmal holen. Ich fange jetzt dann an, wenn ich das dritte Viertel fertig habe, lasse ich erstmal die Industrie stehen und werde so langsam gucken, wie ich die Stadt hier noch ein bisschen erweitern kann. Wo ist Industrie? Wo komme ich noch ran? Na, also Industrie in Sachen Rohstoffe. Ja, hier unten will ich auf jeden Fall hin und dann baue ich hier ein richtig schönes kleines Dorf auf. Ja, der Platz ist natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, ist natürlich auch genial, dass man einfach extrem viel Platz zum Bauen hat. Ich habe schon die zentrale Bank, die ist aber auch, ja, ganz nett. Genauso wie das Rathaus. Also es kostet einfach Unmengen, ja. Das kostet 240.000 und halt das 200, also da sind schon 500.000 ist weg. Ich meine, ich habe das Ding auch gleich ausgebaut, ich Trottel, aber reden wir nicht drüber. Ja, also für die Leute, die Geld sparen wollen, mach mal nicht. Ja, wir haben so minus 300.000, weil ich hier unbedingt meine, ich muss hier ein riesen Krankenhaus hinstellen. Große Feuerwehr habe ich noch nicht. Krankenhaus hat bei mir immer Priorität. Ja, Feuerwehr kann man halt überall so eine kleine hinstellen. Da machst du einfach weniger ist mehr, so ungefähr. Bei Medizin geht es auch ein bisschen so um Fachkunde. Ja, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen bessere Ausbildung haben. Hier sind, glaube ich, die ganzen Häuser zusammengebrochen. Naja, die baut ihr schon mal neu irgendwann. Ja, ich mag lieber die großen Blöcke. Wunderbar, so schön. Genauso bleiben. Macht das schon. Ja, sonst was gibt es sozusagen. Spielabstürze hatte ich bis jetzt einen. Ja. Kreisverkehr hatte ich ja auch mal ausprobiert. Das funktioniert gar nicht mit einer Autobahn. Also auf jeden Fall nicht auf die, nicht auf die, diesen engen Bereich. Ja. Also, wer auf die Idee kommt, das so zu machen. Kreisverkehr ist wirklich was für. Ja, ich sage jetzt mal für mäßigen Verkehr. Ja, wo es auch nicht ganz so schnell läuft. Ja, ansonsten macht es natürlich die Größe. Hier ist dann egal. Ja, der ist noch nicht komplett in Benutzung. Ich freue mich aber schon drauf, wenn jetzt das dritte Viertel dann oben fertig wird und dann hier mehr genutzt wird. Ja, hier sind auch noch so Projekte. Hier, da wird geguckt, kann ich das mit dem Kreis bauen? Wie sieht es schöner aus? Aber. Irgendwie bin ich dann bei der eckigen Variante. Das hat funktioniert. Es war einfacher nachzubauen. Ja, man probiert ja auch ein paar Sachen aus. Ja, zwecks Abwasser, Wasserfall. Ist ein sehr schönes Wort. Was hast du hier schon wieder? Sag jetzt nicht, da kommt keiner arbeiten. Mangel an Arbeitskräften. Ja, da kommen wir nicht ran. Ich soll hier ein Haus hinsetzen? Meinst du, das klappt? Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Komm, wir setzen hier mal so einen Truppen hin. So einen großen, da macht er nicht mit. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ach, scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Ob das jetzt Sinn macht, keine Ahnung. Ob die da hinlaufen, weiß ich nicht. Muss mal ausprobieren. Ah, ich freue mich schon, wenn der Inditor hier mal wieder funktioniert. Ja, dass ich mir um eine Kreuzung. Ich habe nämlich keine Lust, das Ding nochmal neu zu bauen und hier hinzupflanzen, weil das muss dann dahin. Komme ich nicht drum rum. Bin aber der Meinung, dass eigentlich die über die Ecken irgendwie reichen müsste. Naja. Man braucht extrem viel Nahrung. Finde ich auch nicht so schön. Ja, also man muss hier wirklich jedes Getreidefeld mitnehmen, was man kriegen kann. Vielleicht kriegt man da ja nochmal irgendwie ein Update oder ich habe hier irgendwas verpasst. Ja, ich meine, ich habe hier extra, ich hatte hier schön Straßen rumgebaut, weil ich habe gedacht, ha, funktioniert und hast ja dann genug Platz und so. Ja, deswegen spiele ich hier immer noch wie so ein Vollidiot und versuche dann hier noch immer noch einen Quadratmeter mehr rauszuholen. Ja. Hier oben könnte es vielleicht reichen. Ja, 87. 87,5. Dieses Spielchen nervt nach einer Weile ganz schön. 688. Mehr so langsam nicht drin. Hier drüben könnte man noch eine Getreidefarm aufbauen. Das ist ja dann auch so immer das Problem, dass ordentlich
hinzukriegen. Ja, also im Prinzip entscheidet da immer noch das Gelände, wie ich die Farm hinbaue. Ja, also hier würde ich jetzt zum Beispiel die Farm hier hinbauen, weil die dann eben halt hier den Anschluss hat und außen drumrum. Ja, ärgerlich ist, dass wir das hier nicht nutzen können. Ist halt so. Warum zieht da denn einer aus? Wir brauchen die Leute hier. Ah, ich überlege, wenn ich die eins runterstufe, dann kommen da vielleicht mehr Leute hin. Oder ich tausche die aus. Aber wenn ich die jetzt austausche, wieso ist da dann eigentlich alles grün und da alles rot? Wahrscheinlich, weil da mehr Leute wohnen. Keine Ahnung. Ich weiß es manchmal auch nicht. Hier habe ich doch nur so ein paar Parks zu stehen. Ja, das liegt an der Dichte. Wenn ich die jetzt rausnehme, komplett. Rennen dann mehr Leute zu den Läden? Rein theoretisch ja eigentlich ja. Ach ja, stimmt ja. Ich muss da einen freilassen, damit das. Wenn ich das Ding auf 5 erweitere, ist das besser so. Und den nimmt er nicht mit, oder wie? Ist ihm nicht cool genug. Oder will mir jetzt sagen, dass der nicht dazugehört? Doch. Na, will er nicht. Keine Ahnung warum. Ist ihm nicht genug schickimicki genug. Also am schönsten finde ich ja eigentlich hier diese Reihenhäuser oder was das sind. Die sind echt ziemlich knuffig. Aber es sieht nachher aus wie so ein großes Dorf hier außen drumrum. Ich habe zurzeit Platz für große Häuser. Das gibt's ja gar nicht. Also ein bisschen Platz. Haben wir hier schon alles voll? Ja, das ist. Wieso stehen denn hier diese kleinen Dinger? Die sind doch scheiße. Ist doch wahr. Ich versuche das so lange immer zu cheesen, bis es irgendwann klappt, aber ich krieg's nicht hin. Ja, dann müsste ich jetzt rein theoretisch hier drüben anfangen, die zu verbessern. Also, falls mal irgendwo einer was besser weiß oder irgendwelche Fragen hat hier zu meiner Bauweise, immer wieder gern. Weil manche Sachen, glaube ich, kann man nicht verstehen und. Manche will ich, glaube ich, auch gar nicht verstehen. Warum ich halt meine Show bauen? Meine Recyclinganlage hier. Also die würde ich auch jedem empfehlen, relativ früh freizuschalten. Ja. Und die Verbrennungsanlage. Die bringt Strom und die qualmt zwar ein bisschen, aber so vom Prinzip her ist sie toll. Ich habe mittlerweile, glaube ich, schon 4 oder 5 Stück. Ja, 5 Stück habe ich mittlerweile zu stehen. Also roundabout auf 10.000 Einwohner. Eine so eine Müllverbrennungsanlage, das wäre schon schön. Und irgendwie holt da hinten keiner die Sachen ab. Und warum fährt hier keiner? Muss ich da extra einen Bus hinschicken? Ernsthaft? Finden nicht genügend Arbeitskräfte. Ich meine, ich kann hier einen Weg darüber legen, aber es ist dann auch wieder nicht das Geilste. Und das fand ich eigentlich nicht so schön. Ich weiß zwar nicht, warum wir hier nicht so viel Erz rausbekommen, aber es wird ja immer weniger. Es wird ja hier alles weggebaggert und dann ist ja irgendwann die ganze Ressource leer. Das ist eigentlich nicht schön. Ich weiß auch nicht, wie sich das beim Öl gerade verhält. Ja, Effizienz 50%. Keiner will die Müllberge abholen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also da sind eigentlich Auffahrten. Das muss hier nur einer. Das ist übrigens eine Müllverbrennungsanlage direkt daneben. Nur mal so, der muss nur mal kurz vorbeifahren. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Vielleicht weiß da einer, was ich da falsch mache. Ja, er muss hier nur einmal kurz rüber und dann das abholen und kann hier quasi im Kreis fahren. Ja. Kann auch sein, dass das an der Spezialmüllentsorgung liegt. Sollte das der Fall sein?
dann ist das so. Nein, theoretisch würde ich das andere Öl hier drüben auch noch nutzen. Das heißt, der muss auch noch mal weg. Diese U-Bahn-Station, oberirdisch. Was ich auch dämlich finde, das fällt mir da ein, wo ich gerade die U-Bahn-Station sehe. Du kannst die U-Bahn-Station nicht mit der Zugstation verbinden. Da macht er nichts mit. Da sagt er ne. Finde ich schon ein bisschen dämlich. Muss ich echt mal sagen. Nur weil es die U-Bahn-Station ist, also. Ja, Depot. Also quasi sein eigenes Netzwerk. Bei den anderen Sachen konnte man das immer verbinden. Das fand ich auch ganz gut. Was fällt mir noch so auf? Ja, das Umspannwerk finde ich useless. Also wenn man viele Straßen hat. ja. Ansonsten haben wir jetzt erstmal alles durchgenommen, was hier so passiert ist. Es ist mehr geworden. Straßenreparatur ist, finde ich, ja, wenn man da so 1, 2 zu stehen hat, kann man nichts verkehrt machen. Das Ding ist verdammt riesig und ich habe hier noch nicht, warte mal, irgendwas, ah ja, ich kann das Ding ja noch erweitern. Oh, wie viel kostet der Spaß? Zusätzlich 75.000, ja, komm. Das Ding müssen wir noch zusätzlich bauen, ja, das könnte theoretisch dahin passen. Das ist mir jetzt aber zu teuer. Wie sieht's aus? Jetzt haben wir schon wieder 1 Million Miese. Aber wir haben 53.000 Einwohner. Wenn hier mal jemand irgendwie vorbeikommen würde, was kaufen, dann würde das alles auch viel besser funktionieren. Dann weiß ich jetzt nicht, siehst, warum ziehen jetzt hier keine Leute mehr ein? Das ist normal, ne? Also hier ganz normale Leute können hier wohnen. Da machen sie es nicht mehr. Warum? Liegt das jetzt an dem Park oder nicht? Soll ich den Park da wegnehmen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe den extra da hingesetzt, damit es den Leuten da besser geht. Schwierig. Kann ich nicht nachvollziehen, manchmal. Gut, hier haben wir jetzt erstmal alles voll gehamstert. Hier hinten habe ich mal mein Billig-Dorfviertel hingebaut. Hier habe ich das auch gemacht, siehst? Hier stehen auch so Billig-Mietshäuser. Keine Ahnung, ob das gut ist oder schlecht. Die stehen erstmal da. Also so ein bisschen testweise, weil die außerhalb stehen. Kannst du auch nicht überall hinbauen, ne? Das ist halt... ausprobieren, Stadtzentrum. Wenn die billig sein sollen, glaube ich, ist es nicht gut, wenn die irgendwo stehen, da wo viel los ist. Ja. Guck mal, den baut er sogar. So billig hier hinten. Ja, dann bauen wir. Dann baue ich jetzt die Billighäuser. Kenne ich nichts. Die sollen ja auch außen stehen. Sinn und Zweck der Sache. Wie sieht's aus mit meinem Dings? Haben wir das hingekriegt? Ah. 3 Häuser hingepflanzt. Ah, der King. Oh, ist eine kleine Wohnsiedlung. Ist doch auch mal schick. Die haben zwar nichts, nicht zum Einkaufen, kein gar nichts. Ich meine, ich kann denen auch einen Laden hinsetzen, ne? Ah. Funktioniert das? Ja, die kriegen jetzt einen kleinen Laden in der Nähe. Ja, ein bisschen shoppen können sie dann auch noch. Ja, ich meine, die Weggebung, die ich da gemacht habe, ist ein bisschen abstrus, aber am Ende interessiert es ja keinen, ne? Kann ja hier meine Stadt bauen, wie ich will. Einige sagen, das ist ja ziemlich krass, was ich hier abliefere. Und die anderen sagen, naja, Quadrate ziehen kann er. Ja, das ist auch alles. Richtig viele Kreise. Naja gut, mehr würde ich hier immer nicht großartig zeigen. Ich kann ja dann immer so kleine Layout-Videos machen von den Sachen so, vor allen Dingen. Wenn ich zum Beispiel die Kreuzung hier nochmal erklären soll, wie ich die gebaut habe, was ich eigentlich selbst erklären finde. Ja, einfach hintereinander die unten durch, den da nochmal so lang und den zeige ich das natürlich auch gerne. Die Auffahrten, davon werde ich nochmal ein Video machen, damit das dann auch mit meiner Kreuzung kompatibel ist, sonst ja. Ich finde es nicht einfach. Abfahrten auf die Autobahn und so weiter muss man üben, beziehungsweise ja, da auch so ein kleines Händchen für haben. Ja, das war's dann. Wir freuen uns dann auf das dritte Viertel und auf wie viele Stufen fehlen uns noch? Bis zur Metropole, was das ist? Meilenstein? Ja, Meilenstein. Ja.
Bis zur Riesenmetropole Megapopolis. Mal gucken, ob ich es schaffe.